Hochsensibilität und der Erschöpfung. Was kann man als Hochsensibler tun, um nicht so schnell erschöpft zu werden? Und was kann man machen, wenn man erschöpft ist, um wieder in seine Kraft zu kommen? Auf die Frage möchte ich gerade eingehen, auch aus aktuellem Anlass, weil ich selbst gerade sehr erschöpft bin, weil ich die letzten Tage echt viel gearbeitet habe. Ich vermute mal, man sieht es mir an. Genau, der erste Punkt ist, woher kommt Erschöpfung? Und meine Antwort gerade ist, dass Erschöpfung tritt immer dann ein. Mal gucken, ob ich es irgendwie illustrieren kann. Sagen wir mal, das ist der Bereich, wo du dich wohlfühlst, von der Reizschwelle her. Das heißt, wenn du dich hier bewegst, hier wäre wenig Reiz, zu wenig Reiz, hier zu viel, das ist der Reizschwellenbereich, in dem du dich wohlfühlst, also wo alles gut ist. Es kann sein, dass du in der Natur sitzt und da ist es für dich ideal oder unter Menschen, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Insgesamt kann man dann wohl sagen, dass bei hochsensiblen Menschen dieser Bereich etwa hier ist relativ gering und bei normalsensiblen vielleicht hier. Das heißt, dass dann auch lautere Musik oder einfach mehr Eindrücke der Idealbereich ist, wo die sich wohlfühlen. Und was ich in meinem eigenen Leben festgestellt habe, ist, dass Erschöpfung für mich immer dann eintritt, wenn ich mich in einem Kontext, also einem Rahmen bewege, wo es einfach permanent zu viele Reize insgesamt sind. Weil das führt dazu, dass ich mehr Reize verarbeiten muss, als mir eigentlich gerade gut tun und ich einfach schneller erschöpfe. Ich stelle es mir so ein bisschen so vor, wie wenn beim Computer der Arbeitsspeicher voll ist, dann wird der Computer langsamer. Und das ist immer dann, wenn zu viele Programme offen sind, wenn zu viele Sachen gleichzeitig laufen. Wenn man ein paar Programme wieder zumacht, dann geht's wieder. Manchmal muss man den Computer auch neu starten. Das kann man dann vielleicht mit Schlafen gleichsetzen oder sich eine Pause gönnen. Das ist ein Aspekt von Erschöpfung. Der zweite Aspekt hängt auch damit zusammen und das ist wiederum der Aspekt, was will ich wirklich? Wo fühle ich mich wohl? Wo sagt mein Wesen, ja, hier bin ich richtig, hier, das ist genau das Richtige für mich gerade, hier will ich sein. Weil ich merke, gerade die Art der Erschöpfung, die ich gerade in mir verspüre, ist eine ganz andere als noch vor einiger Zeit, wo ich dann eben auch, als ich Marketingvideos gemacht habe, quasi mit Burnout zusammengebrochen bin. Also jetzt ist es eine Erschöpfung von, mir macht das unglaublich viel Spaß, was ich gerade mache. Und ich hätte am liebsten noch mehr Energie, um noch mehr daran arbeiten zu können. Und gleichzeitig sagt mein Körper einfach gerade, puh, es reicht, nach dem Webinar morgen, mach erstmal eine Pause, nimm dir eine Auszeit, verarbeite das erstmal. Früher war die Erschöpfung, die ich hatte, oft einfach, dass ich in einem Leben war, was ich mir auch so eingerichtet habe, niemand anders, in dem ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und das war ständig, dass ich das Gefühl hatte, ich bin hier nicht richtig, das entspricht nicht mir. Und dass mich das einfach erdrückt hat. Das heißt, das, mit dem ich in Kontakt war, hat keine Resonanz ausgelöst und also ein Mitschwingen und das Schöne verstärken, sondern es war eher, es prallen zwei verschiedene Sachen aufeinander, die nicht so gut zusammenpassen und es ist für beide Stress. Egal, ob jetzt eben die Marketingvideos oder die ich mal gemacht habe oder was anderes, es hat einfach nicht gepasst. Und das hat viel Energie verschlungen oder verzehrt durch diesen Widerstand, ähnlich wie mit angezogener Handbremse irgendwo langfahren. Das macht nicht so viel Spaß. Genau, das sind die zwei Aspekte, die mir einfallen, woher Erschöpfung kommen kann. Die Frage, da wieder rauszukommen, hängt für mich auch stark mit der Frage zusammen, ja, wer bin ich, was will ich? Was auch wieder in Richtung geht, Grenzen setzen. Also erlaube ich mir überhaupt Grenzen zu setzen? Erlaube ich mir, mir den Rahmen zu schaffen, in dem ich mein Leben gerne gestalten möchte? So, dass es quasi wie so ein Königreich ist, wo die Grenzen weder zu weit sind, weil wenn sie zu weit sind, dann kann jeder einfallen und mir das streitig machen und viele bekommen vielleicht überhaupt nicht mit, dass da jetzt mein Revier ist, weil ich einfach nicht vorhanden bin, weil ich an tausend Orten gleichzeitig bin, was wiederum zur Überforderung führen kann. Oder setze ich mir mein Gebiet zu eng, was auch Überforderung sein kann, weil ich dann Platzangst bekomme und denke, ah, ich muss hier kämpfen, weil ich zum Beispiel meine Bedürfnisse immer zurücksetze gegenüber anderen, weil ich mich selber zurückhalte und denke, ach nein, ich mache das jetzt so,
Träumereien sind ganz schön, aber die Realität sieht anders aus oder was auch immer, egal in welchem Bereich. Das heißt, Grenzen setzen bedeutet für mich, also ist die gleiche Frage wie, was will ich? Denn wenn ich weiß, was ich will, dann setze ich automatisch Grenzen. Dann sind es aber die natürlichen Grenzen. Dann ist es keine Sache aus dem Kopf, ich muss jetzt irgendwas machen, sondern aus dem Bauch heraus, aus dem Körper heraus, dass ich einfach ein Bewusstsein dafür habe, wo meine natürlichen Grenzen sind und die kommuniziere. Sowohl mir selbst gegenüber, das ist jetzt bei mir in der Zeit, einfach mir wirklich die körperliche Erschöpfung zu erlauben. Und da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich dann, wenn das Projekt jetzt abgeschlossen ist, ich erstmal 2 Tage nicht so viel machen werde, sondern eher rumliegen, wahrscheinlich auch, ja, mal schauen, wie ich dann gelaunt sein werde, aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass ich dann oft einfach keinen Bock auf gar nichts habe und egal was ich mache, es ist alles so. Bis zu dem Moment, wo ich mir dann erlaube, wirklich die Erschöpfung zu spüren, statt dagegen anzukämpfen. Das ist noch ein Muster bei mir einfach, dass ich versuche, nein, ich will jetzt nicht erschöpft sein, wenn ich jetzt mir frei nehme, dann will ich das doch schön nutzen und und. In dem Moment, wo ich sage, okay, ich bin einfach erschöpft, ich lasse das jetzt zu, das ist für mich, das ist vielleicht ein Tipp dann für dich, rauszukommen aus der Erschöpfung. Das heißt, als allererster Schritt, wie bei so vielen, erstmal anzunehmen, okay, ich bin erschöpft. Und erstmal damit wirklich in Kontakt zu kommen, das nicht versuchen wegzumachen und gleich wieder was anderes zu tun, sondern einfach zu sagen, ich bin erschöpft. Ich gestehe es mir einfach ein, es ist einfach so, es lässt sich nicht leugnen. Und dir dann einfach die Frage zu stellen, was kann mir jetzt gut tun? Was ist jetzt, wenn ich auf meinen Körper höre, wenn ich auf mich höre? Was kommt mir in den Sinn? Was kann ich jetzt gebrauchen, um wieder zur Kraft zu kommen? Und es ist echt erstaunlich, also was ich da an Erfahrung gesammelt habe, wie schnell das oft geht, dass einem einfällt, oh, jetzt in die Sauna. Oder jetzt einfach nur ins Bett und schlafen. Und sich das selbst zu erlauben und dann sehr, sehr kurze Zeit später festzustellen, oh, das war genau das Richtige. Ich fühle mich wesentlich erholter als vorher. Das ist jetzt keine Übung, aber doch ein Tipp, der dir hoffentlich weiterhilft. Denn letztendlich weißt du am besten, was für dich das Richtige ist. Und die einzige Sache ist, dir das zu erlauben, das zu wissen. Das ist gerade meine Wahrheit und meine Perspektive. Und ja, ich glaube, jetzt wird es für mich auch Zeit, wirklich ins Bett zu gehen und mich von der Erschöpfung zu erholen. Oder einfach mit der Erschöpfung noch zu sein. Denn in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Nacht, einen schönen Abend oder Tag. Und ja, probier es einfach mal aus. Die Frage mit der Erschöpfung, also was kann dir gut tun, um wieder in deine Kraft zu kommen und schau, was an Impulsen kommt. Egal wie verrückt es scheinen mag, mach das einfach mal und schau, was du an Ergebnis erhältst. Schön, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Wenn du Fragen hast, kannst du sie gerne stellen und bis bald.